Ich bin der Auffassung, dass die EZB in den nicht gerade einfachen letzten Jahren einen hervorragenden Job gemacht hat, Preisstabilität in der Eurozone als Ganzes zu gewährleisten und dass sie unter Wahrung ihres Mandats einen ganz entscheidenden Beitrag zur Krisenbewältigung geleistet hat. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich heute hier, das ist sehr nett, vielen Dank, in Frankfurt zu sein. Danke dem Veranstalter, dass ich hier sprechen kann. Es ist bekannt, dass ich seit einigen Wochen einen neuen Job habe. Ich habe gewechselt von Frankfurt nach Berlin, von der EZB zum Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und ich habe das aus rein privaten Motiven getan, der Kinder wegen. Und ich will nochmal heute hier in Frankfurt die privaten Motive dieses Schritts betonen, weil anders als mancher andere, der die EZB verlassen hat in den letzten Jahren, bin ich eben nicht im Streit gegangen. Denn ich bin der Auffassung, dass die EZB in den nicht gerade einfachen letzten Jahren einen hervorragenden Job gemacht hat, Preisstabilität in der Eurozone als Ganzes zu gewährleisten und dass sie unter Wahrung ihres Mandats einen ganz entscheidenden Beitrag zur Krisenbewältigung geleistet hat. Und Mario Draghi, Benoît Cœuré und andere ehemalige Kollegen, wir bleiben uns freundschaftlich verbunden. Das ist der erste öffentliche Auftritt in neuer Funktion. Ich will ein bisschen grundsätzlicher heute werden. Wie kann man aus unserer Sicht soziale und ökologische Marktwirtschaft neu definieren? Ich glaube, das ist die wirtschaftspolitische Umsetzung der wirtschaftstheoretischen Fragestellung Ökonomie neu denken. Ich glaube, dass Ökonomen einen Beitrag leisten müssen, der über das hinausgeht. Bert Rürup hat von Licht gesprochen, das er sich erwünscht. Es gibt einen schönen Satz aus alten VWL-Büchern, in dem steht, dass Politiker Ökonomen benutzen wie betrunkene Laternen. Sie suchen eben Licht und nicht Halt. Umgekehrt, sie suchen Halt, nicht Licht. Kann ja nur besser werden. Ich will versuchen, in den nächsten 30 Minuten etwas Orientierung zu bieten über eine Neuorientierung der sozialen Marktwirtschaft, weil ich glaube, wirtschaftstheoretisch, das haben die Vorredner alle angesprochen, ist eigentlich relativ klar, was zumindest nicht funktioniert hat. Es ging um die Unzulänglichkeit neoklassischer Finanzmarkttheorie, die Institutionen weitgehend ignoriert hat, die unterstellt hat, dass Finanzmärkte stabil sind, dass Informationen effizient verarbeitet werden, dass Wirtschaftsobjekte rational handeln und eben spielten in Standardmodellen Banken und Kredite praktisch überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, es beginnen sich Wege aus diesem wirtschaftstheoretischen Defizit abzuzeichnen. Es geht um den Einbau von Finanzmärkten in die Standardmodelle. Arbeiten von Markus Brunnermeier sind den meisten hier bekannt. Es ist Zeit gekommen für mehr Experimente, für die Erfahrung von Unvollkommenheiten von Märkten. Das Verhalten von Menschen muss besser abgebildet werden. Und wir müssen verstehen, dass Ökonomie eben keine Naturwissenschaft ist, sondern eine Sozialwissenschaft. Wir müssen Geschichte und Politik berücksichtigen, um eben brauchbare Theorien zu entwickeln, die helfen, wirtschaftspolitische Lösungen zu finden. Wir tun das heute in einer Situation, in der die deutsche Volkswirtschaft in guter Verfassung ist. Die Bundesregierung erwartet dieses Jahr ein reales Wachstum von 1,8%, nächstes Jahr von 2%. Und diese Lage schlägt sich auch auf dem Arbeitsmarkt wieder. Wir haben mit rund 42 Millionen Beschäftigten ein Allzeithoch. Aber wir wissen natürlich auch, wo der Schuh drückt. Wir haben im internationalen Vergleich eine relativ geringe Investitionsquote, 17% am BIP. Das sind 2,5 Prozentpunkte unter dem OECD-Durchschnitt. Rund 3 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt in Deutschland.
Das heißt, dass wir in absoluten Größen pro Jahr eine Investitionslücke von rund 75 Milliarden Euro haben. Das DIW unter Marcel Fratscher hat ganz erheblich dazu beigetragen, darauf hinzuweisen. Und es ist damit klar, wir leben bei der Infrastruktur von der Substanz. Es gibt auch gleichzeitig große Fragezeichen bei den Strompreisen, der Versorgungssicherheit und der Stabilität der Energieversorgung. Die Verunsicherung unter potenziellen Investoren ist groß. Heimische Industrieunternehmen fürchten um ihre Position auf den Weltmärkten, wenn die Energiekosten weiter steigen sollten. Und für den privaten Verbraucher sind höhere Stromkosten gleichbedeutend mit weniger Kaufkraft. Und zu diesen aktuellen Herausforderungen kommen zwei Langfristtrends, die großen Ds, Demografie und Digitalisierung. Der demografische Wandel, das ist immer noch weitgehend unbeobachtet in Deutschland, wird in den nächsten Jahren rasant an Fahrt zunehmen. Und er wird die Angebots- und Nachfragestrukturen unserer Volkswirtschaft nachhaltig verändern. Und ein sinkendes Arbeitskräfteangebot senkt tendenziell das Potenzialwachstum. Wir werden bis zum Jahre 2025 ein Erwerbspersonenpotenzial haben, das um rund 6 Millionen Menschen geringer ist als heute. Und schon bis zum Jahr 2020 werden es 1,5 Millionen Menschen weniger sein. Daneben haben wir eben das zweite D, die Digitalisierung, das zweite Maschinenzeitalter, wie es in einem jüngst erschienenen Bestseller heißt. Und das hat gerade erst begonnen. Es setzt eben an, nach unseren körperlichen Arbeiten auch unsere geistigen Arbeiten zu erleichtern oder zu ersetzen. Und davon sind eben in Zukunft auch White-Collar-Worker bedroht. Wirtschaftsprüfer, stand neulich im Economist, Börsenhändler. Die Frage ist auch, ob es in absehbarer Zeit noch Kassierer in Supermärkten geben wird, wenn jedes Produkt einen Mikrochip hat, der automatisch die Kosten abbucht von meinem Smartphone, wenn ich das Geschäft verlasse. Aber ich glaube nicht, dass man deswegen depressive Schwarzmalerei betreiben muss, weil jede technologische Neuerung war stets eine Chance, aber auch ein Risiko. Wenn man zurückblickt in die erste industrielle Revolution, 1750 bis 1830, die eben begann mit der Dampfmaschine, dem Webstuhl, der Eisenbahn. Sie hat zunächst viele handwerkliche Tätigkeiten überflüssig gemacht. Aber sie hat auch zu einem Wachstumsschub der Weltwirtschaft geführt, die Millionen Arbeitsplätze geschaffen hat. Und es geht eben heute wieder darum, den Menschen den Übergang von der einen Arbeitswelt in die neue Arbeitswelt zu ermöglichen. Wenn wir vielleicht weniger Kassierer haben, vielleicht haben wir denn mehr Menschen, die personenbezogene Dienstleistungen ausrichten, die Yogalehrer sind oder eben individualisierte Trainer für Rückenschulung. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, was muss ein Wirtschaftsmodell im 21. Jahrhundert leisten? Ich glaube, es ist unbestritten, dass die Marktwirtschaft das beste Modell ist für die Allokation von Ressourcen. In dieser Hinsicht ist die Geschichte wirklich zu Ende. Aber es ist eben nur so, wenn der Markt auch begrenzt ist. Man muss zum einen verhindern, dass der Markt die Gesellschaft immer stärker in Arm und Reich spaltet. Und zum anderen müssen wir einen Weg finden, dass ein auf Wachstum getrimmtes System auf unserer Erde mit ihren begrenzten Ressourcen auf Dauer funktionieren kann. Aus einer freien Marktwirtschaft wieder eine soziale und ökologische Marktwirtschaft zu machen, kann es ein lohnenderes Projekt geben, kann es ein progressiveres Projekt geben und kann es ein sozialdemokratischeres Projekt geben. Weil ich glaube, es muss im Regierungsalltag gelingen, mit einer klugen Politik die drei Adjektive marktwirtschaftlich, sozial und ökologisch miteinander vereinbar zu machen. Und das für ein Land in der Eurozone, im europäischen Binnenmarkt und in der globalisierten Volkswirtschaft des 21. Jahrhunderts. Und ein praktisches Beispiel ist hier die Energiewende. Man muss die Belange der Wirtschaft, die Sicherung von Arbeitsplätzen in energieintensiven Industrien, vereinbar machen mit sozialen Anforderungen,
eben sozial bezahlbarer Strom auch für sozial Schwache und denen der Umwelt, nämlich der Bekämpfung des globalen Klimawandels. Und es mag deswegen in der Regierungspraxis helfen, dass erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die drei wirtschaftsnahen Ressorts in der Hand einer Partei sind, in sozialdemokratischer Hand. Wirtschaft und Energie, Arbeit und Soziales und Umwelt. Und das ist eine machtvolle Ausgangsbasis, um im Regierungsalltag mit kluger Politik, die die Marktkräfte in die richtige Richtung lenkt, die drei Adjektive marktwirtschaftlich, sozial und ökologisch miteinander zu vereinen. Und ich glaube, dass neues Denken dort beginnt, wo es Menschen gelingt, einzelne Dinge hin und her zu drehen, sie im Kopf zu kombinieren, sie zusammenzufügen, während andere eben im Morast des alten Denkens stecken bleiben. Und neues Denken bedeutet, dass wir falsche Alternativen überwinden und Blockaden auflösen müssen. Und was sind diese falschen Alternativen? Es ist erstens die Frage Markt oder Staat. Dieser ideologisch aufgeladene Grundsatzstreit hat mit der Realität moderner Volkswirtschaften wenig zu tun. Und dieses alte Denken Markt oder Staat müssen wir überwinden. Und mit Staat meine ich eben nicht nur den Nationalstaat, sondern auch supranationale Gebilde wie die Europäische Union. Und die Rolle des Staates geht eben über Wahrung von Eigentumsrechten hinaus. Es geht um das richtige Setzen von Anreizen, um einen staatlichen Ordnungsrahmen und um eine richtige Kombination von Markt und Staat. Dazu später mehr. Die zweite falsche Alternative ist Makropolitik versus Mikropolitik. In Deutschland haben wir im Vergleich zu angelsächsischen Ländern eine relativ zu kurz gekommene makroökonomische Debatte. Wir werden aber unsere Wachstums- und Beschäftigungsziele nur erreichen können, wenn wir gute makroökonomische Rahmenbedingungen haben, in der Geld- wie der Fiskalpolitik. Ohne die Geldpolitik der EZB wäre eben die Spekulation auf ein Auseinanderbrechen des Euroraums weitergegangen. Und ohne Zinssenkung wäre die konjunkturelle Entwicklung noch stärker belastet worden. Auf der anderen Seite brauchen wir zugleich eine Mikropolitik, eine intelligente Forschungs-, Bildungs- und Innovationspolitik. Wir müssen eben Makro- und Mikropolitik sehen als zwei Seiten einer Medaille von Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit. Die dritte falsche Alternative ist Nachfrage versus Angebotspolitik. Auch hier geht es nicht um ein sowohl als auch, sondern mehr um ein Entweder-Oder. Wir haben gerade in den letzten Jahren gesehen, dass die Binnennachfrage eine wachsende Stütze der konjunkturellen Entwicklung war, dank einer robusten Situation am Arbeitsmarkt und einer damit verbundenen Einkommensstabilität. Und hier wird die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar nächsten Jahres hilfreich sein, um eben das verfügbare Einkommen am unteren Ende der Einkommensskala zu stabilisieren. Aber wir brauchen auf der anderen Seite auch gute Angebotsrahmenbedingungen. Egal, ob in der Investitions- oder der Innovationspolitik, ob beim Bürokratieabbau oder bei Unternehmensgründung. Die vierte falsche Alternative ist Wachstums- versus Konsolidierungspolitik. Die Erfahrungen in europäischen Krisenländern zeigen eben, dass wir beides brauchen. Wir brauchen eine nachhaltige Haushaltspolitik, die den Stabilitätserfordernissen einer Währungsunion gerecht wird. Das ist auch wichtig aus Gründen der Generationengerechtigkeit. Jeder Euro, der für Zinsen ausgegeben wird, fehlt eben für Zukunftsinvestitionen. Wir brauchen aber zugleich wachstumsfördernde Strukturreformen, um eben das Produktionspotenzial zu erhöhen. Und ich will an dieser Stelle ganz klar sagen, das Ziel ab 2014 für den Bund einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und ab 2015 einen Haushalt ohne Netto-Neuverschuldung aufzustellen. Das ist eben nicht nur das Ziel des Bundesfinanzministers, das ist das Ziel der gesamten Bundesregierung. Niemand stellt die Schuldenbremse, den Fiskalpakt oder den Stabilitäts- und Wachstumspakt in Frage. Das kann man im Koalitionsvertrag, den wir alle unter dem Kopfkissen liegen haben, ab Seite 87 präzise nachlesen. Die fünfte falsche Alternative ist die Frage Dienstleistung versus Industriegesellschaft.
Es hat sich eben gezeigt, man braucht, um wettbewerbsfähig zu sein, einen starken industriellen Kern. Der Dienstleistungssektor ist auf eine starke Industrie angewiesen. Umgekehrt kann der Dienstleistungssektor der Industrie wichtige Impulse geben. Und die sechste falsche Alternative ist Flexibilität versus Sicherheit. Unternehmen brauchen atmende Arbeitsmärkte, flexible Arbeitszeitmodelle, um ihre Kunden punktgenau zu bedienen, aber auch, um mit der Konjunktur atmen zu können. Und das haben auch längst Gewerkschaften und Betriebsräte erkannt. Auf der anderen Seite haben wir unter dem Stichwort Flexibilität in den letzten Jahren eine weitere Segmentierung des Arbeitsmarktes erlebt. Es hat teilweise zu Missbrauch geführt bei Leiharbeit oder Werkverträgen oder bei einer Aneinanderreihung von Praktika. Und das ist mit hohen gesellschaftlichen Kosten verbunden, weil beispielsweise Familienplanung aufgeschoben oder ganz ausgesetzt wird angesichts unsicherer Beschäftigungsverhältnisse. Wir brauchen also ein neues Modell von Flexicurity, das die Flexibilität aufsetzt auf tariflich vereinbarten Standards und damit auch Beschäftigten und ihren existierenden oder potenziellen Familien Planungssicherheit gibt. Ich will ein bisschen ausführlicher werden über die falsche Alternative Markt versus Staat. Es geht um Markt und Staat. Es sind Komplemente, keine Substitute. Weil eine Marktwirtschaft ohne einen klaren Ordnungsrahmen, sei es für die Finanzmärkte oder für die Energiemärkte, verdient eben den Namen sozialer Marktwirtschaft nicht. Und es hat immer wieder Versuche gegeben, über das Wesen der Marktwirtschaft neu nachzudenken. Die letzte Debatte fand in den späten 1990er Jahren, Anfang 2000 statt, und zwar geführt von Mitte-Links-Regierung unter Gerhard Schröder oder unter Tony Blair. Und damals ging es vereinfacht gesagt darum, die soziale Marktwirtschaft mit mehr Markt zu versehen, und zwar nicht in Konflikt mit sozialen Zielen, wie man das in Großbritannien oder den USA in den 80er Jahren versucht hatte, sondern diesmal im Einklang damit. Mit mehr Markt und weniger Staat sollte Wohlstand erzeugt und Arbeitslosigkeit verringert werden. Das gelang vielfach auch, aber es hatte auch unbeabsichtigte Schattenentwicklung. Und es führte teilweise auch zu selbstzerfleischenden politischen Diskussionen. Und heute geht es um eine Überholung der sozialen Marktwirtschaft in eine andere Richtung. Es geht nicht darum, dass das Sozial den Markt zurückdrängt, im Gegenteil. Sondern es geht darum, wie können Märkte besser funktionieren, um dabei dann eine ökologische Komponente, die auch gleichzeitig immer eine globale Komponente ist, hinzuzufügen. Und insofern müssen wir uns von der falschen Dichotomie von Markt und Staat befreien. Weil es gibt ohne Zweifel Situationen, in denen der Staat sich zurückziehen muss, in denen Planung, Interventionismus und direkte Beteiligung des Staates am Wirtschaftsleben überhand genommen haben. Das war zu Beginn des Transformationsprozesses in den osteuropäischen Staaten der Fall, das war so der Fall zu Beginn der Liberalisierungsprozesse in Brasilien in den 80er Jahren oder in Indien in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Diese Situation ist aber für die meisten Länder heute untypisch. Manche Staaten oder auch manche Sektoren brauchen weniger Staat, andere mehr. Und weniger Staat bedeutet ja nicht automatisch mehr Marktwirtschaft. Es kann auch bedeuten mehr Machtwirtschaft, in der private Kartelle sich einen Staat oder eine Gesellschaft zur Beute machen. Ich will es wiederholen, Staat und Markt sind vielfach Komplemente und nicht Substitute. Und die Diskussion ist, einen besseren Staat zu haben. Und wenn man die Frage beantworten muss, was ist die Aufgabe eines Staates in einer modernen Wirtschaft, dann hilft auch hier ein Blick zurück in die Zeit des Falls des Eisernen Vorhangs. Anfangs stand hier richtigerweise der Rückzug des Staates aus direktem Besitz oder direktem Eingriff in die Preisbildung im Vordergrund.
Aber mit der Zeit wurde deutlich, dass eine simple Minimierung der Rolle des Staates zu simplistisch war. Weil das Herausbilden einer funktionierenden Marktwirtschaft erforderte eben nicht nur den Rückzug des Staates aus bestimmten Aktivitäten, sondern eben auch die Herausbildung bestimmter staatlicher Aktivitäten. Um vernünftig zu funktionieren, braucht ein Privatsektor unterstützende öffentliche Institutionen und Regeln. Unter anderem in den Bereichen ein funktionierendes Rechtssystem, um private Verträge durchsetzen zu können, Schutz von physischem und geistigem Eigentum, Wettbewerbsregeln, soziale Sicherungssysteme zur Schaffung eines gesellschaftlichen Zusammenhalts und ganz allgemein Regeln, um mit Externalitäten, beispielsweise im Umweltbereich oder Fehlanreizen, umgehen zu können. Es stellte sich heraus, dass die Qualität von Institutionen eine kritische Dimension hat. Staatliche Institutionen, ob sie nun Steuern einziehen oder Banken beaufsichtigen, können ganz unterschiedlich funktionieren. Sie können sehr unterschiedlich effizient sein, abhängig von Faktoren wie verfügbaren technischen Möglichkeiten, Humankapital, Information oder auch Anreizen. Es ging eben darum, die Rolle des Staates neu zu definieren, nicht nur ihn einfach zu minimieren. Aber das Funktionieren von Marktinstitutionen hängt eben nicht nur von Gesetzen ab. Man kann Kulturwandel nicht per Gesetz verordnen, sondern das Funktionieren von Marktinstitutionen hängt ebenso ab von Faktoren wie Werten, Einstellungen, Gewohnheiten. Ungeschriebene Gesetze, beispielsweise, was ist ein akzeptables moralisches Verhalten von Menschen in einem Unternehmen oder in einer öffentlichen Verwaltung, können ebenso wichtig sein wie geschriebene Gesetze. Und wenn ich von Staat spreche, dann meine ich Staat in einem weiten Sinne, eben nicht nur den Nationalstaat, sondern auch kommunale oder regionale öffentliche Strukturen oder auf der anderen Seite eine Staatengemeinschaft oder supranationale Institutionen. Ich glaube schon, dass die Gestaltungskraft des Nationalstaates abgenommen hat, weil kein Nationalstaat kann Google oder Amazon regulieren. Die Erderwärmung und die dadurch ausgelösten Unwetter und Stürme machen eben nicht an Landesgrenzen Halt. Und durch Krieg oder schlicht durch die Hoffnung auf ein besseres Leben ausgelöste Migration überwand schon immer staatliche Strukturen. Der Nationalstaat wird dennoch in Europa auf absehbare Zeit nicht verschwinden, aber ich glaube, er wird an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn die politischen Gestalter weiterhin so tun, als könnten sie innerhalb des nationalstaatlichen Rahmens diese Probleme lösen. Natürlich gibt es berechtigte Kritik an Detailregelungen wie dem berühmten offenen Olivenölkännchen, das verboten werden sollte. Aber die europäische Integration bleibt die einzig richtige Antwort auf die Globalisierung und globale Fragestellung. Und wer hier meint, durch vermeintlich bessere Alternativen für Deutschland in einer Renationalisierung den Weg nach vorne zu zeigen, der führt die Bürgerinnen und Bürger in die Irre. Und der Kern der Integration ist aus meiner Sicht die Eurozone mit einem eigenen Parlament, einem eigenen Budget, eigenen Einnahmequellen und mit Deutschland und Frankreich in einer besonderen Verantwortung für diese Integration. Das machen wir ein anderes Mal ausführlicher. Es ist aber wichtig, dass eine funktionierende Marktwirtschaft, in der ist die Chancengleichheit für Individuen genauso wichtig wie der Wettbewerb unter Unternehmen. Das erfordert ein erstklassiges und allgemein zugängliches Bildungssystem. Und Chancengleichheit in einem weitesten Sinne definiert als die Unabhängigkeit wirtschaftlicher Erfolgschancen von sozialer Herkunft, Geschlecht, Geburtsort, Religion, ethnischer Provenienz oder sexueller Orientierung. Chancengleichheit ist dabei eben nicht nur ein Gebot der Fairness, sondern auch des Wachstumspotenzials und des Wohlstands.
Weil wir können es uns in einer alternden Gesellschaft immer weniger leisten, einen Teil der qualifizierten Bevölkerung ganz vom Erwerbsleben, von bestimmten Berufen oder von bestimmten Führungsebenen auszuschließen. Dazu gehört natürlich auch, dass man Einkommens- und Vermögensunterschiede in Kauf nimmt, ex post. Denn wenn ex post alle das Gleiche bekämen, gäbe es keinen Anreiz, zu investieren oder Risiken in Kauf zu nehmen. Gleichzeitig unterminieren extreme Einkommensunterschiede eine funktionierende Marktwirtschaft, weil sie eben die Akzeptanz notwendiger Reformen unterminieren, nach dem Motto, davon profitieren immer nur die anderen, weil sie Gesellschaften weniger kohäsiv machen und weil sie Demokratien anfällig machen für Populisten. Und all das senkt das Wachstumspotenzial. Ich will in die Schlusskurve kommen. Wenn wir uns die Wirtschaftspolitik in den nächsten Jahren angucken, geht es um die 5 großen I's. Erstens Investitionen. Wir wollen eine Investitionsquote erreichen von dem Durchschnitt der OECD-Länder. Das sind 20% des BIP. Zweitens Innovationen. Sie sind nach wie vor der Treibstoff für Wachstum, Wettbewerb und Beschäftigung. Und deswegen brauchen wir eine gestaltende Industriepolitik. Wir brauchen eine wissenschaftliche Infrastruktur zur Unterstützung von Leittechnologien und eine verbesserte Umsetzung von Innovation in Industrie und Dienstleistung. Und ganz grundsätzlich brauchen wir eine Antwort auf die Frage, wie alternde Gesellschaften innovativ bleiben können. Das dritte I ist die Infrastruktur. Wir brauchen eine moderne Infrastruktur in den Bereichen Verkehr, Informations- und Kommunikationstechnik. Das ist wichtig, um das Potenzialwachstum eines Standorts zu erhöhen. Und wenn sich der Eindruck verfestigt, dass wir in diesem Land keine Bahnhöfe und keine Flughäfen mehr bauen können, ist es eben nicht gut für das Potenzialwachstum. Und deswegen ist es richtig, wie der Koalitionsvertrag sagt, Verkehrsinvestitionen zu erhöhen und auch den Breitbandausbau voranzutreiben. Das vierte I ist die Internationalisierung. Wir haben in den letzten Jahren erheblich von unserer Exportstärke profitiert. Und jetzt geht es darum, gerade kleineren und mittleren Unternehmen auf ihrem Weg in wachstumsstarke internationale Märkte wie in Südostasien oder Afrika zu unterstützen. Und das fünfte I, das ist die Integration aller Qualifizierungsreserven. Weil der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland, der wird in diesem Jahr bereits 50 Jahre alt. Wir werden in den nächsten Jahren unser Fachkräfteangebot sichern müssen und das geht nur durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Das ist qualifizierte Zuwanderung, das ist eine gesteigerte Erwerbstätigkeit von Frauen, Stichwort Kinderbetreuung, eine gesteigerte Erwerbstätigkeit von Älteren, eine Reintegration von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt und eine deutlich verbesserte Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt. Neben diesen 5 großen I's sollten wir das transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen, TTIP, vorantreiben. Es ist eine Chance, dass wir die beiden größten Wirtschaftsräume der Welt, die mehr als 800 Millionen Menschen umfassen, enger zusammenbringen. Wirtschaftsräume, die schon heute knapp die Hälfte des globalen BIP erwirtschaften. Und dabei können Partner auf Augenhöhe verhandeln und auch ihre Umwelt- und Sozialstandards dabei einbringen. Die EU und die USA sind schon heute die wichtigsten Partner füreinander in Außenhandel und bei Direktinvestitionen. Pro Tag erreicht der Handel mit Dienstleistungen und Gütern bereits ein Volumen von 2 Milliarden Euro. TTIP stärkt gerade in diesen Zeiten die transatlantische Partnerschaft. Es eröffnet die Chance, globale Standards zu setzen, bei Industrienormen, aber auch im Umwelt- und Sozialbereich. Und ich glaube, wir sollten eine transparente Debatte führen über das Freihandelsabkommen, um einige in der öffentlichen Diskussion
geäußerten Sorgen auch entgegenwirken zu können. Was wir wollen mit unserer Wirtschaftspolitik, um ganz am Ende Willy Brandt zu zitieren, wir wollen immer auf der Höhe der Zeit sein. Wir wollen Chancen für viele schaffen, nicht Privilegien für wenige. Und das können wir nur, wenn wir Debatten pragmatisch führen, unideologisch und in einem europäischen Geiste. Und das bedeutet, dass wir die soziale und ökologische Marktwirtschaft im europäischen Binnenmarkt und in der globalisierten Weltwirtschaft neu definieren müssen. Und das wollen wir tun. Und wir wollen damit einen Beitrag leisten für eine offene, für eine liberale Gesellschaft. Und zwar liberal in der ursprünglichen, freiheitlichen Bedeutung des Wortes, die mehr ist als die Freiheit von Steuerzahlung. Wir stehen sicher erst ganz am Anfang dieser Neuorientierung und des damit verbundenen Arbeitsprogramms. Aber ich erhoffe mir auch von heute hier Anregungen, wie wir damit weitermachen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.